Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Prey. Hier ist wieder der Held vom Erdbeerfeld. Sacrifices. Naja. Immer schön zusehen, dass sie mir hier meine Liebste rausrücken, so langsam, weil jetzt muss ich sie alle ausrotten. Weißt du Bescheid? So kann man auch mal eine Folge beginnen. ja. Tja, müssen wir mal gucken. Soll das derselbe Code sein wie eben gerade noch? In der letzten Folge 2427, glaube ich, ne? Ne, stimmt nicht. Okay. Ist das hier so secret-mäßig und ich verpasse vielleicht was, wenn ich jetzt was nicht beachte? Na, wir gucken mal. Na, von diesen Viechern habe ich genug wohl, um die als Granaten zu verwenden. Mutierte Hunde oder keine Ahnung. Wusste ich noch gar nicht, dass sie sich so auflösen. Aber meinetwegen. Null, sechs, drei, vier. Okay, das wird's wohl sein. Hm, na, wir gucken mal. Null, sechs, drei, vier. Ah, okay, das habe ich mir ja fast gedacht, ne? Dass sowas dann hier kommt. Ah, okay. Ich muss da runter. Da geht's ja nicht weiter. Hm? Geduckt? Nee, auch nicht. Doch nicht. Wieder hier so Gravitationsverdrehungsdinger oder was ist da los? Ah, alles klar. Spezialkräfte hier wieder. Was tut sich dadurch jetzt? Bringt mir nichts eigentlich. Ach so, jetzt ist das Tor hier aufgegangen. Boah. Ja komm, wer will sich jetzt hier noch mit mir anlegen, ne? Scheiß dunkel, ne? Lass doch die Kinder aus dem Spiel, Mensch. Das muss ja wohl echt nicht sein. Nicht schon wieder, nee. Na, vielleicht bin ich erstmal hin hier.
geht mir die Muni noch aus. Super. So gut wie tot. Aber ich hab's wohl überstanden, ja. Okay, dann speichern wir das doch so. Die ganze Gravitation verdreht. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's hier irgendwo Heilung? Das wäre sehr nett. Anscheinend nicht. Ich habe aktuell gerade auch wieder keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Aber gut. Was soll's. Spielen wir einfach. Was zur Hölle? Okay, das geht anscheinend immer so weiter. Ist nichts mehr zu sehen. Ach. So ein Shit. Man kann da nichts erkennen, ne? Mach euch alle fertig, ey. Wieder Gravitationsverdrehungsgeschichten, ne? Okay. Blackjack, ja, das ist klar. Wir haben sie auch wieder aus der Kneipe hier. Wo man da zu Anfang drin war. So liegt da plötzlich Munition. Da ich dran vorbeigelaufen sein? Verstehe es nicht. Aber gut. Ja, hier komme ich ja so nicht rüber, ne? Also irgendetwas müssen wir machen. Ich glaube, der Adler sagt mir schon, dass ich hier mal drücken soll, ja. Wallwalk disabled. Active. So ja. Kann ich das umgehen, ja. Gut, schön, dass ich. Oh, verdammt, ey. Könnt mich nicht aufhalten, das sage ich euch. Kommen jetzt noch welche? Muss ich schnell genug sein, ne? Boah, verdammt. Bleibt mir vom Hals, ey. Gibt's da irgendwo noch Heilung? Ich glaube nicht, ne? Wieder low on health. Erstmal ein bisschen Ammo. Alles klar, ey. Irgendwas muss ich damit doch bestimmt wieder anstellen hier. Seht ihr auch schon was?
Ja, da gab es ein bisschen Heilung, weil die Tür hier nicht aufgeht, ja. Okay. Ich wusste noch aus den ersten Folgen, dass man damit sowas auch hier aufmachen konnte. Das war jetzt echt Zufall. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde hier noch durch die Tür laufen vielleicht, aber na gut. Instinktiv Good Player, ja. So, ja. Er schläft. It's that creature's hand. Ja, so kommen wir da jetzt rein, ne? Oh, wird Zeit für eine Pause. Das reicht dann erstmal. Bis dahin, haut da rein.